Hallo und herzlich willkommen zum ersten von 7 Videos zu unserer AIDA-Reise von Kiel nach Norwegen und wieder zurück. Wir waren eine Woche lang mit der AIDA Nova unterwegs und ja, für uns alle war das tatsächlich die erste Kreuzfahrt. Diese Art zu reisen kam für uns vorher irgendwie gar nicht so wirklich in den Sinn. Wir hatten da gar keinen Bezug zu und ja, wir wollten dieses Jahr aber unbedingt einfach mal ein paar Tage raus. Die letzten Jahre waren wir gar nicht im Urlaub, Corona-bedingt sind wir brav zu Hause geblieben, aber dieses Jahr sollte es auf jeden Fall zumindest für eine Woche losgehen und wir haben uns kurzerhand im Reisebüro nach einer Schiffsreise erkundigt und haben relativ spontan, nur ein paar Wochen bevor es dann letztendlich losging, für die AIDA Nova zwei Balkonkabinen gebucht, das All-Inclusive-Paket gebucht und waren wirklich super, super gespannt drauf, ob uns das gefallen wird, ob wir danach Kreuzfahrt-Fans sein werden oder eher nicht. Wir wollten das einfach mal für uns ausprobieren und Norwegen klang als Reiseziel auch wirklich sehr, sehr attraktiv, denn die Natur in Norwegen ist wirklich so, so wunderschön und wir wollten das unbedingt machen. Wir haben einen Tag vorher einen Corona-Test machen müssen. Wir mussten ein negatives Testergebnis nachweisen beim Check-in und waren einfach super aufgeregt, weil einfach die Inzidenz aktuell so, so hoch ist, dass wir echt so ein bisschen Bammel hatten, dass es irgendwie den zweiten Strich gab. Aber nein, wir waren alle negativ und konnten somit an Bord gehen und waren super, super glücklich darüber. Was auch eine super attraktive Sache war, war die An- und Abreise tatsächlich, denn es ging von Kiel aus los und Kiel ist von uns zu Hause eine halbe Stunde Autofahrt entfernt. Das heißt, wir hatten einen super entspannten Hin- und Rückweg. Das war echt viel wert, vor allem wenn man sonst irgendwie nur lange Anreisen kennt, beziehungsweise lange Wartezeiten am Flughafen und dies und das. Also das war wirklich super. Unsere Eincheckzeit haben wir festgelegt auf 12.35 Uhr. Wir waren relativ zeitig schon vor Ort, haben uns das Schiff erstmal ja, von unten angeguckt. Es ist wirklich riesig. Also die AIDA Nova ist auch das größte AIDA-Schiff der Flotte. Und es war wirklich sehr, sehr beeindruckend, da einfach mal so vorzustehen. Und natürlich, wir waren schon öfter in Kiel und haben uns AIDA-Schiffe oder andere Kreuzfahrtdampfer generell schon mal angeguckt. Das war jetzt nichts Neues für uns, aber dann wirklich mit dem Wissen, da bist du gleich drauf, war das doch schon noch mal was Besonderes. Ja, wir hatten tatsächlich Glück. Wir konnten schon ein bisschen früher einchecken und der Check-in war wirklich so mega entspannt. Die Koffer konnten wir direkt unten abgeben. Da gab es so ein Zelt, da fährt man die Koffer hin. Die Kofferanhänger hat man im Vorfeld schon zugeschickt bekommen. Das war also super entspannt. Man musste die einfach nur noch abgeben und war die schon mal los. Und dann geht man einfach mit seinem Handgepäck ja, in das Hafenterminal und ja, stellt sich da in die Reihe. Aber man muss wirklich gar nicht lange warten, denn es sind, glaube ich, 20 Check-in-Schalter dort. Da bekommt man seine Bordkarte. Vorher wird natürlich nach dem negativen Testergebnis geguckt. Der Impfstatus wird geprüft. Man kommt nur aktuell mit der Booster-Impfung an Bord. Und ja, dann waren wir auch schon auf dem Schiff drauf. Also das ging wirklich super schnell und entspannt. Ja, auf dem Schiff angekommen, haben wir uns erstmal hingesetzt und den ersten Cocktail getrunken, weil wir einfach so froh waren, dass alles so reibungslos geklappt hat. Unsere Kabinen waren dann auch ziemlich direkt bezugsbereit und ich zeige euch hier mal so einen kleinen Einblick, wie das Ganze aussieht. Wir haben eine Balkonkabine gehabt. So sieht das aus, wenn ihr quasi reinkommt. Alles sehr schön hell, natürlich relativ klein, aber ich fand es nicht unangenehm klein. Hier habt ihr dann einen Blick ins Badezimmer. Da gibt es eine Toilette, ein Waschbecken und eine Dusche. Alles, was man braucht, ist vorhanden, ebenfalls Handtücher. Dann ist daneben ein ja, begehbarer Kleiderschrank und da oben seht ihr auch die Rettungswesten. Denn wenn man an Bord geht, muss man, bis das Schiff ablegt, eine Rettungsübung mitmachen. Die geht zum Teil digital, also ihr schaut euch entweder über euer Handy oder über den Fernseher im Zimmer
ein Video an, was passiert, wenn ein gewisses Notfallsignal kommt, was ihr machen müsst und wo ihr hin müsst. Und dann müsst ihr einmal die Rettungswesten anlegen und zu eurem Sammelpunkt gehen. Dort werdet ihr dann mit eurer Bordkarte einmal eingecheckt und dann war es das auch wieder. Dann könnt ihr wieder zurück in die Kabine, die Rettungsweste wieder ablegen und ja, dann ganz normal weiter an Bord das machen, was ihr machen wollt. Ja, ihr seht hier den Fernseher, davor ist ein kleiner Tisch. Das war meine persönliche Schminkecke. Da seht ihr einen Spiegel, den man so ausklappen kann. Hier sind zwei Flaschen Wasser, die sind standardmäßig in jeder Kabine erstmal vorhanden und werden, wenn ihr das Getränkepaket mitgebucht habt, auch jeden Tag aufgefüllt. Ja, hier ist dann ein großes Doppelbett, das war also soweit sehr bequem. Also Jan und ich haben sehr gut darin schlafen können. Und ja, hier seht ihr nochmal das Chaos. Und dann geht es zum Balkon. Auf dem Balkon sind zwei Stühle vorhanden, ein Hocker, ein kleiner Tisch sowie eine Hängematte, die ihr benutzen könnt. Ja, und dann eben so eine große Glasscheibe, wo ihr eben auch im Sitzen einfach den Blick aufs Meer oder auf den Hafen habt. Das ist wirklich super, super schön gewesen. Also den Balkon hätten wir nicht missen wollen. Er hätte aber einen Ticken größer sein dürfen, weil zu zweit war es dann schon recht eng da drauf. Aber naja, war jetzt auch kein Drama. Hier seht ihr dann nochmal den Gang zu den Kabinen. Wir waren im hinteren Teil des Schiffes auf Deck 14 untergebracht. Und hier auf dem Foto könnt ihr unsere Bordkarten sehen. Die haben wir an so einem Schlüsselband angebracht. Das wussten wir vorher nicht. Und als wir frisch an Bord waren, haben wir tatsächlich gesehen, ganz, ganz viele hatten ihre Bordkarten eben mit so einem Schlüsselband festgemacht, damit man die eben nicht immer in eine Tasche stecken muss oder sowas. Das fanden wir sehr, sehr praktisch und haben uns dann gleich am ersten Tag auch ein solches Schlüsselband gekauft. Also das als kleiner Tipp, das ist wirklich was, was man gut gebrauchen kann. Ja, so ein leichtes Hüngerchen machte sich jetzt breit und wir sind dann zum ersten Mal essen gegangen. Wir sind ins East Restaurant gegangen, eines von insgesamt 4 Buffet-Restaurants an Bord. Das East Restaurant ist so hauptsächlich bestückt mit so asiatischen Sachen, teilweise auch eingedeutschten asiatischen Sachen. Also es gab Frühlingsrollen, es gab Naanbrot. Und hier seht ihr noch so ein gefülltes, super leckeres, gedämpftes Brötchen. Ich weiß leider den Namen davon nicht, aber es war so gefüllt mit Hackfleisch. Das war unheimlich lecker. Und zum Nachtisch gab es ein bisschen Obst und eine so Quark-Erdbeerspeise. War alles sehr, sehr lecker. Wir haben dann das Schiff so ein bisschen erkundet, sind schon mal so ein bisschen rumgegangen, haben aber lange nicht alles gesehen am ersten Tag. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr riesig. Es gibt super viele Räume und ja, da hat man wirklich viel zu gucken. Wir haben uns dann nach draußen gesetzt und ja, Kaffee bzw. ich habe ein Bier getrunken. Ich bin kein Kaffeetyp, ich brauche das nicht. Aber so ein schönes kaltes Bier hat mir ganz gut gefallen. Es war nämlich in Kiel an dem Tag wirklich super schön warm, 25 Grad. Und ja, das war herrlich, das habe ich richtig genossen. Und hier seht ihr mich einmal auf unserem Balkon, da seht ihr dieses wunderbare Wetter. Wir haben erst um 19 Uhr abgelegt, das heißt, wir hatten den ganzen Nachmittag an Bord und ja, haben einfach natürlich das schöne Wetter genossen, wo es denn schon mal da war. Hier seht ihr einmal den Blick aus unserem Fenster am ersten Tag. Das war ein Blick auf die Altstadt von Kiel, sehr, sehr, sehr schön. Und hier seht ihr einen Teil der sogenannten Kiel-Linie, wo ich auch schon öfters war, was sehr, sehr, sehr schön ist dort, gerade im Sommer, einfach am Wasser zu sitzen. Da gibt es so ein paar Cafés und so Fischbuden und so weiter. Eine ganz leckere Eisbude, kann ich sehr, sehr empfehlen, also falls ihr mal in Kiel seid. Genau, das war so der Blick. Ja, und gegen 19 Uhr, wie gesagt, ging es dann los, das erste Mal ablegen. Das war auch wirklich super spannend zu beobachten und so das An- und Ablegen hat uns tatsächlich auch mit am meisten gefallen bei der Reise. Es wird immer traditionell ein Lied gespielt und zwar Sail Away von Enya. Nee, es heißt nicht Sail Away, aber sie singt immer Sail Away. Genau, das war immer so das Zeichen, okay, es geht los.
Ja, und dann war es auch schon schwuppdiwupp 20 Uhr und es ging zum Abendessen. Ich habe euch hier mal mitgefilmt, wie der Fahrstuhl runterfährt. Also wir waren an Deck 14 und die Essensdecks oder die Decks, wo letztendlich etwas los war, waren einmal die oberen beiden Decks, 16 und 17, mit dem Poolbereich und dem Beachclub und dem Sonnendeck. Und die Decks 6, 7 und 8 hatten die ganzen Restaurants zum Beispiel mit drin. Und ja, da mussten wir eben immer hoch und runter fahren. Somit haben wir viel den Aufzug benutzt. Wir waren an diesem Abend im Marktrestaurant. Das ist ein weiteres Buffet-Restaurant. Wir waren bis auf einmal nur in Buffet-Restaurants, weil man in den à la carte Restaurants einen Tisch hätte reservieren müssen. Und da wir so spät erst gebucht hatten, unsere Reise, war es uns nicht mehr möglich, einen solchen Tisch zu ergattern. Würden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall anders machen, also früher buchen und solche Tische reservieren, weil es natürlich in den Buffet-Restaurants am vollsten ist. Aber man hat trotzdem immer noch einen Platz gefunden und wirklich auch dort sehr leckeres Essen bekommen. Ja, und dann gab es abends auf jeden Fall nochmal einen Cocktail bzw. einen Aperol Spritz. Das durfte an keinem Abend fehlen. Wie gesagt, wir hatten das Getränke-All-Inclusive Paket gebucht. Das heißt, wir hatten auch alkoholische Getränke, die uns zur Verfügung standen, die wir uns jederzeit an den Bars holen konnten. Und das musste natürlich dann auch genutzt werden. Und ich hatte am Anfang so die Bedenken, ich kenne das so aus anderen All-Inclusive Hotels beispielsweise, dass die Cocktails nicht schmecken, dass sie sehr, sehr künstlich schmecken. Das ist hier aber nicht der Fall gewesen. Also die waren wirklich sehr gut und sehr lecker. Ja, und dann gab es vorm Zu-Bett-Gehen so gegen Mitternacht noch ein kleines Highlight für uns zu bestaunen. Wir sind nämlich durch die sogenannte Storebælt-Brücke hindurchgefahren. Hinter uns war die Aida Perla, die hat uns begleitet und uns entgegenkam auch ein weiteres Kreuzfahrtschiff. Und das war natürlich super zu beobachten, ne? Also im Dunkeln und das Schiff hell erleuchtet und dann diese schöne Brücke. Also das war auf jeden Fall nochmal so ein kleines Highlight. Ja, und dann sind wir wirklich mit vielen neuen Eindrücken müde ins Bett gefallen und hatten am nächsten Tag einen Seetag. Und was wir da so erlebt und gesehen haben, das seht ihr im nächsten Video.